Space. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Das ist das angekündigte Video zu den Aufzügen. Wir befinden uns hier dazu in der Minecraft-Version 14w21b, also in der Entwicklerversion zur Minecraft 1.8. Und der Alexander ist auch noch dabei, hier bei mir hier. Ja? Hallöle! Und ja, wir sind jetzt hier in unserer Laborwelt. Und es ist kein Pornokeller, sondern hier stehen nur Aufzüge. Und Pferde hier. Ganz und Pferde, klar. Genau. Und unsere Pferde sind auch noch da, ja. Aber deins ist hässlich. Nein, ich habe ein edles Ross hier mit einer Diamantrüstung, du. Nee, aber also entscheidet ihr, was schöner ist. Also ich finde die Diamantrüstung am Pferd jetzt wird jetzt das hässlich. Hauptthema, ne? Jedenfalls sind wir jetzt da, weil wir euch zwei Aufzüge zeigen wollen. Und zwar haben wir hier den ersten Aufzug. Der ist relativ klein, aber der ist sehr, sehr gut. Und wir haben noch einen größeren Aufzug. Der muckt so ein bisschen rum, wegen dem Snapshot wahrscheinlich. Und das ist ein 2x2 großer Aufzug. Und das Ganze basiert auf die neue Technologie, in Anführungsstrichen, und zwar auf die Schleimblöcke, ja, die jetzt in der Version 1.8 kommen. Und ja, auf die baut das Ganze. Und wir zeigen euch zunächst einmal so eine kleine Rundfahrt. Also gehen wir mal rein, Alex, in den ersten Aufzug hier. Denkst du, wir passen da beide rein? Ich weiß nicht. Also fahr du zuerst und dann... Okay, gut, dann seht ihr das mal, wie das so aussieht. Genau. Kannst ja mitfliegen ich drück den Button jetzt mal und dann geht's genau, hoch. Genau, schick mich hoch. Und man sieht hier drin auch ganz schön, wir haben so die Zwischendecke noch mit simuliert und genau, da haben wir so ein Schild reingemacht, das Stockwerk anzeigt. Ganz einfach. Und genau, das ist ziemlich cool. Und ich fahre jetzt mal runter. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stockwerke sind das hier? So 4 oder so, ne? Genau. Also man könnte den 1:1 so in ein Hochhaus einbauen. Die 4 Stockwerken. Die Abmaße sind jetzt auch mal ganz interessant. Und zwar hat der Aufzug eine Abmaße von 6x4 Blöcken. Also 24 Quadratmeter. Das ist nicht viel. Das ist sehr, sehr klein. Vor allem dafür, was er kann. Ich demonstriere das jetzt auch mal, und zwar möchte ich jetzt mal in Stockwerk 2. So, ich bin jetzt eine Diva, ich habe keinen Bock Treppen zu laufen, so, ich fahre jetzt Stockwerk 2. Ich drücke den Knopf. So, das war jetzt Stockwerk 4, das war 3 und das war 2. So, jetzt bin ich im Stockwerk 2. Das ist 1 und das ist EEG. Also, hat ganz gut funktioniert, ja. Ist halt ein kleiner Aufzug, deshalb haben wir noch einen größeren gebaut. Wir haben jetzt gesagt, dass wir kein Tutorial machen, sondern wir zeigen das so ein bisschen. Vor allem auch, weil sich noch etwas ändern kann. Wir sind jetzt hier nur in einer Entwicklerversion und bis zur Vollversion kam es schon mal vor allem auch bei dem Redstone Update 1.5, dass da jede Menge danach nicht mehr funktioniert hat. Deshalb machen wir kein Tutorial dazu, sondern zeigen das fürs Erste, optimieren das noch eventuell und dann können wir es nochmal zeigen und eventuell dann noch aufbauen. Also, der Alex kann jetzt euch so ein bisschen was erzählen, wie das Ganze so funktioniert, welches System dahinter steckt. Alex, leg los. Genau, also ihr seht ja, dass das alles unglaublich kompakt ist, ja. Also man hätte für so einen Aufzug früher, also in den älteren Versionen wahrscheinlich so eine Riesenschaltung noch gebraucht. Und das Ganze sieht eigentlich hinter der Facette so aus. Also du kannst mal herkommen hier, wir haben so ein Modell aufgebaut, ein kleines, das das alles so gut zeigt. Und genau, du stehst da schon drin. Und ihr seht, das ist gerade mal, wie groß ist das hier? Das sind 2x2 Blöcke, wenn es hochkommt. Also das ist eine ganz, ganz, ganz kompakte Schaltung, die man einfach so hochlegen kann und ins Unendliche erweitern kann. Und ja, ich mache das jetzt mal an. Das ist eine Master Clock hier. Das ist eine Clock mit einem Comparator Block. Und wenn ich den Hebel hier umlege, dann geht die Clock an. Wichtig ist beim Comparator Block, dass ihr hier dieses Teil da anmacht. Das muss an sein. Und wenn ich dann den Hebel umlege und dann fängt das Teil an zu laufen, das läuft hoch und runter. Und ihr seht auch, wie das ist. Also da ist so ein U. Das ist U-förmig gebaut, gedreht halt. Und da drin läuft so ein Piston hoch und runter. Und das nimmt hier noch zwei Blöcke mit. Und das ist halt hier, ja, wie heißt das? Quarz. Das ist ein Quarzblock. Und das ist ziemlich nice. Und an der Stelle jetzt auch nochmal, was das für Pistons sind. Das sind jetzt zwei Sticky-Pistons. Also es gibt Leute, die machen das mit einem Sticky und mit einem normalen. Aber zwei Stickies, die gehen auch, ja. Und wie hier hinten dran, du kannst das jetzt auch noch zeigen, wie das aussieht mit dem Hochlegen. Also wir haben das hier mit Half Slabs hochgelegt und das macht das Ganze eben einfach total kompakt. Und
zusammen hier mit dem Repeater strahlt das eben diese Blöcke hier an. Und mit dieser Super Clock funktioniert das einfach. Also ich weiß nicht, inwiefern das buggy ist. Ja, das ist eine gute Frage, das zu hinterfragen, inwiefern das technisch vereinbar ist. Weil wenn ich jetzt diese Glock anschalte und man schaut sich das an, das ist schon heftig, ja, wie das läuft da hinten dran. Das sind, glaube ich, Half-Ticks oder so. Also es funktioniert echt schnell. Ja, also es ist hammerhart, dass es funktioniert, aber so ist es, ja. Und genau. Ja, ein Flugzeug fliegt ja auch, ne? Also das ist eigentlich auch schon das ganze Hexenwerk. Man kann das noch höher machen, indem man hier diese Glock... Gehen wir mal dahinter, Alex, zu einem richtigen Aufzug und gucken uns das an. Genau. Hier. Also hier, man kann das noch höher legen, indem man von dieser Master Clock aus eine vertikale Leitung hochlegt mit Fackel, Block Fackel. Und dann, das ist die Leitung hier, diese Quarzleitung. Ja. Genau, und wenn dem Signal dann die Luft ausgeht, baut man hier eine zweite Glock hin und dann läuft das wieder weiter hoch. Und ja, wir haben hier insgesamt drei Glocks auch. Das ist hier diese kleine 2x2-Plattform, wo ich jetzt draufstehe. Ich lasse den mal, warte mal, ich lasse den nochmal ganz kurz laufen schnell. Ah, so, und jetzt müsste man das sehen. Also ihr seht, diese Fackel ist an und wir haben auch hier wieder so eine Glock. So eine Ultra-Glock und die bepowert dann die nächsten 15 Blöcke hoch. Und hier, das ist ziemlich cool. Hier stirbt das Signal schon wieder und da haben wir das gleiche gemacht. Und das kann man halt, wie gesagt, unendlich weit nach oben bauen. Und das ist wirklich eine ganz saubere Sache. Also es ist wirklich relativ klein und es gibt da halt noch einen Haken bei der Sache. Der ist jetzt hier oben. Wenn der Aufzug hier oben ist, dann blinkt das. Wenn er jetzt unten ist, dann ist da in der, ja, wie soll man das sagen, wenn der Aufzug unten ist, dann ist das so seine Ausgangsposition und dann ist das hier hinten aus. Das kann natürlich bei schlechteren PCs auch zu Performance-Problemen führen, hier mit diesem Redzone, wenn das Licht immer neu berechnet werden muss und so. Ja, da gibt es so ein paar Tricks, die wir gemacht haben, jetzt hier für diesen Aufzug jetzt. Der da drüben, der funktioniert ein bisschen anders. Und zwar haben wir jetzt da zwei Stopper drin. Das heißt, der Aufzug sieht im Querschnitt so aus wie der hier, nur mit dem Unterschied, dass wir noch zwei Redstone-Blöcke da dran gesetzt haben. Und zwar der erste, der ist hier, soweit ich das weiß, oder hier kann er auch sein. Genau, der ist hier. Die sitzen so da dran. Genau. Und das sind wie Kontakte, kann man das so betrachten, ja. Wenn der dann unten ankommt, der Aufzug hier unten im Erdgeschoss, dann stellt er eine Verbindung her sozusagen, der ist dann da, hat Kontakt mit dem Redstone und das blockiert halt hier diese Master Clock. Und somit auch die Master Clock. Deshalb ist das aus da hinten, wenn der Aufzug unten ist, dann blinkt hier hinten nichts, da die Master Clock aus ist. Wir haben trotzdem die Möglichkeit, den Aufzug auszuschalten. Das heißt, wenn der jetzt mal später in ein Gebäude reinkommt, in ein Hochhaus, da kann man eine Zentrale bauen unten und kann den Aufzug überfern Befehle sozusagen ausschalten. Das heißt, ich lege dann den Hebel hier um, der befindet sich dann hier im Kreislauf und dann ist es egal, ob das Ding da ist oder nicht, die Fackel bleibt aus und somit bleibt der Aufzug auch aus. Ja? Deshalb ist das jetzt so hier nochmal so dran gesetzt. Ja? Also dieser Hebel ist vorhanden, der ist jetzt auf Anhalt gestellt, jetzt in unserem Fall. Dann haben wir noch den Button, das ist unser Call-Button, der sitzt so in dem Kreislauf da drin. Das heißt, ich bin hier, drücke den Knopf. Wenn ich den Knopf hier drücke, dann ist das Signal, das hier reinkommt, ist stärker und somit geht das Signal dann durch. Geht nicht durch, es wird ausgeschaltet, Entschuldigung. Die Fackel geht an, dieser Kreislauf, diese Master Clock geht kurz an und somit setzt sich dieser Aufzug in Bewegung, das heißt, der Block ist dann weg und der Aufzug fährt dann. Also dieses Teil bleibt dann auch an, solange bis der Aufzug oben ist, beziehungsweise bis er wieder runtergefahren ist. Ja, sollte eigentlich jetzt verständlich genug sein. Wie gesagt, das ist jetzt so ein ganz kleines Beispiel, aber genauso funktioniert das Ganze. Ist halt nur etwas anders angeordnet. Und ich glaube, du willst noch was sagen, Alex. Ja, man kann das auch mit Fackeln machen. Also, wenn der Piston runterkommt, dann kann man den auch einfach anstrahlen mit einer Fackel und dann diese Fackel per Knopfdruck ausschalten. Das ist vielleicht, wenn man unten, wenn der Aufzug unten ist, ist das simpel. Genau, das zeigen wir auch noch. Also wir gehen jetzt mal rüber zu dem anderen Aufzug. Der ist jetzt größer. Ich nehme mal mein Pferd mit, weil ich glaube, das funktioniert sogar mit einem Pferd hier. Probier das, ja. Ah, also, Moment, ich muss erstmal meine Leine abmachen. Genau, mach das mal und wir gucken einfach mal, wie es funktioniert. Das hier sieht jetzt so ein bisschen buggy aus, manchmal, aber nur. Ich komme mit rein, das ist ja ein großer Aufzug. Gut, aber du musst den Knopf drücken, Alex. Hey, du schiebst mich raus. So. Oder war ich das? Das warst du selbst. Was? Junge. Nein, ich stehe hier im Eck drin. So, schnell.
Der Spiegel fehlt noch. Ah, oh, mein Pferd. Ich bin unten. Ich bin so, unten. Also wir fahren da jetzt. Das ist aktuell, ist da kein Bug. Floor 4, Floor 3 geht's runter. Das ist Floor 4, Floor 3. Floor 3 gehen wir jetzt mal raus. So. Das war jetzt Floor 3. Ihr habt auch gesehen, die Beschriftung ist ganz gut. Das können wir uns nochmal genauer anschauen. Er hat jetzt nicht rumgespackt, aber vorhin hatten wir das Problem, dass... Ja, das ist jetzt auch schwer zu erklären. Dieser 2x2 Aufzug, das ist im Prinzip... sind das zwei Aufzüge hier, die zusammengekoppelt sind. Und das sind dementsprechend zwei Einheiten, die da hinten langlaufen. Also so zwei Laufeinheiten. Und jede Laufeinheit hält die Hälfte des Aufzuges. Und ja, das Ganze läuft halt... genau exakt, ist exakt getimed und deshalb funktioniert das, weil das Problem ist, jeder Piston kann nur maximal 12 Blöcke oder so kann der heben und diese Aufzugkabine wäre zu viel für ein Laufgerät, deshalb haben wir da zwei halt zusammengekoppelt. Und das kann passieren, dass wenn ich jetzt hier drin bin, dass die beiden Aufzughälften nicht gleich laufen. Das ist jetzt hier seltsamerweise jetzt nicht der Fall, aber vorhin hatten wir das halt, ja. So, nicht wie aus. Ja, das ist, es funktioniert perfekt, es funktioniert tadellos. Ja, wie du schon gesagt hast, manchmal läuft da eine Seite schneller, aber das ist ein Bug. Also man merkt eigentlich, das hängt am Snapshot, ja. Also hier sind so ein paar Fehler schon drin, auch mit dem Setzen von den Blöcken. Ja, das sieht man auch, das buggt auch so ein bisschen rum. Ja, eins noch vorweg, es gibt Aufzüge auch schon. Da kann man dann auch wählen, in welches Stockwerk man will und so weiter. Wir finden das vom Kosten-Nutzen-Faktor her nicht so gut. Und deshalb haben wir uns halt was anderes ausgedacht. Und zwar, wenn man da jetzt hochfährt, sieht man immer zwischen jeder Decke, also ja, in jeder Decke hier ist so eine Beschriftung drin, welches Stockwerk jetzt kommt und welches darunter liegt. Und das ist halt jetzt dargestellt mit Pfeilen. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorbeisause und ich will ein Stockwerk 2, dann sehe ich hier, oh ja, als nächstes kommt das Stockwerk 2 und dann kann ich mich schon mal bereit machen, da dann rauszurennen hier. Und ihr habt ja gesehen, es hat wirklich gut funktioniert und von daher ist das auch okay. Weiterhin können wir natürlich, wenn wir jetzt hier in einem Stockwerk drin sind, in einem beliebigen, können wir den Aufzug rufen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, kann ich da drauf drücken. Dann läuft das Signal runter, der Aufzug fährt hoch. Wir gehen so, rein. Nix wie rein hier. Rein und jetzt fahren wir wieder runter. Und da merkt ihr jetzt schon, da ist jetzt der Trick bei der Sache, dass der jetzt hochgefahren ist, kurz bevor er wieder nach unten geht. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, wie man das ändern kann. So, jetzt fahren wir hier unten raus. So. Also ihr habt ja gesehen, das hier ist ein Aufzug. Der bleibt dann oben stehen. Wenn ich jetzt unten bin und fahre nach oben, dann fährt der hoch und bleibt dann hier oben, wie gesagt, stehen. Der Aufzug macht das nicht so. Der Aufzug, der ist unten die ganze Zeit. Wenn ich den jetzt irgendwo rufen will, dann muss der von unten hochfahren. Ich steige dann ein, der fährt dann noch hoch und fährt dann von oben wieder nach unten. Das könnte man, wenn man wollte, könnte man das auch ändern, dass man hier oben auch solche Stopper reinbaut. Und dann fährt er hoch, bleibt oben. Und wenn ich runterfahren will, bin jetzt hier in irgendeinem Stockwerk, da kommt er erstens von oben, dauert also nicht so lange. Ich kann einsteigen und er fährt gleich nach unten. Das bietet sich aber nur bei kleineren Gebäuden an, die nicht so hoch sind von der Höhe, weil wenn ich jetzt einen Wolkenkratzer habe mit, ich weiß es nicht, wie viel das Empire State Building hat, also das ich glaub, über 20, glaube ich. Über, ich glaube schon nahezu 30 Stockwerke, ja. Und wenn ich dann so einen Aufzug habe und ich bin mitten im Gebäude drin, also im 15. Stockwerk, dann ist es egal, wo der Aufzug ist, es dauert lange, ja. Aber dann wäre es schlau, einen Aufzug zu nehmen, der von oben runterkommt. Und deshalb wäre es auch schlau, generell zwei Aufzüge zu verbauen. Einer mit einer Ausgangsposition unten und einer mit einer Ausgangsposition oben. Genau. Und dann, wenn ich runterfahren will, rufe ich den, der schon oben steht immer. Und dann kommt der schon runtergefahren, ich steige ein und der fährt halt runter in die Lobby. Und fährt von der Lobby direkt wieder hoch und bleibt dann oben wieder stehen. Und genau dasselbe auch umgekehrt. Ich komme unten in die Lobby rein. Unten steht schon einer, der die Ausgangsposition unten hat. Ich steige ein und fahre hoch. Der fährt hoch und fährt dann von oben wieder runter und hält unten wieder an für die nächsten. Das wäre eigentlich perfekt. Genau, ja. Das wollen wir auch so machen. Es war von mir auch ein bisschen dumm, also wie er schon gesagt hat, ja. Das ist bei höheren Gebäuden, ja, da ist es gut, wenn man zwei Aufzüge drin hat. Einer, der unten ist permanent und der nach oben fährt und ein anderer, der oben ist und fährt immer nach unten. Dann ist es egal, wo man ist, man hat immer schnell einen Aufzug und man fährt immer in die richtige Richtung damit, ja. Ja, deshalb... ist, wie gesagt,
dieses Teil jetzt, ja, so wie das jetzt hier gebaut ist, dass der Aufzug oben bleibt, beziehungsweise unten, ist nur dann ratsam, wenn man halt, wie gesagt, ein niedrigeres Gebäude hat. Ansonsten war es das von uns, oder? Hast du noch das war's, ja. Wir verabschieden uns von unserer Laborwelt hier. Das waren jetzt eigentlich zwei wirklich kleine Aufzüge, dafür, dass sie relativ groß sind und auch in der Funktion wirklich sehr praktisch sind. Vielleicht haben sie euch gefallen, dann lasst am besten ein Like da. Und wir machen da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, denn wir haben ja vor, jetzt demnächst ein Hochhaus zu bauen. Da kommen dann auf jeden Fall solche Aufzüge rein und keine Kartaufzüge mehr. Wir verabschieden uns, sagen Tschüss, bis zum anderen Video. Ciao. Tschüss.